Leute, der zweite Teil des Season 17 Firing Range Update Teasers ist am Start. Schweres Wort. Ich seppe direkt mal auf die Firing Range und ich verliere noch ein paar Worte. Wer das erste Video nicht gesehen hat, der wird wahrscheinlich in diesem Video ein Stück weit nur Bahnhof verstehen. Deswegen empfehle ich euch, schaut euch das erste Video, ich verlinke es euch nochmal auf anderen Plattformen. Schaut einfach ein, zwei Videos zurück, da findet ihr das Video. Auch ansonsten auf YouTube einfach ein oder zwei Videos zurückgehen. Dort erkläre ich euch in 7-8 Minuten, was mit der Firing Range geplant ist. Warum ist das Video so lang? Weil wirklich viel zu erzählen gibt. Es ist in Verbindung mit Titanfall 2 eine bestimmten Feature und es soll wohl die Firing Range enorm groß machen mit Umbaumaßnahmen und so weiter. Das erste Video jetzt hier, Standpunkt jetzt oder Stand jetzt in diesem Video nicht gesehen haben, die verstehen tatsächlich nur Bahnhof. Ich erkläre nur noch mal ganz grob, erster Teaser vor wenigen Tagen, dort stand hier nur diese eine Box oder die Box, ne, ich glaube es war diese Box. Jetzt falle ich ja auch noch runter, tolle Wurst, ich wollte euch das eigentlich von oben zeigen. Was zeigt uns nämlich dieser Teaser? Dieser Teaser ist jetzt neu. Und zeigt einfach nur die Erweiterung. Statt der Box ist jetzt hier einfach noch dieses Flugschiff dazu gekommen und deutlich mehr von diesen Kisten. Was bedeutet, das sind so eine Art Umzugskisten, Fragspferd, dort ist lauter Umbauzeugs drin, irgend sowas in der Art wird da drin sein. Wir können sogar auf dieses Flugschiff drauf, Moment, das Vieh ist noch nicht bereit, Echo, wir können hier drauf, wir können aber hier leider nicht runterspringen. Ich gehe tatsächlich davon aus, wie gesagt, wer hier nur Bahnhof versteht, guckt euch das erste Video unbedingt an, dort erkläre ich ausgiebig, um was es geht, weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Bereich hier, das ist nur meine Theorie, enorm erweitert wird, dass wir quasi diesen Bereich hier zugänglich gemacht bekommen. Das kann auch sein, dass ich mich hier ein bisschen irre. Ich glaube auch, dass hier irgendwo hier hinten ein Gebäude entstehen wird und so weiter und so fort. Und im Allgemeinen sehen wir hier noch eine Menge mehr Kisten. Wir können hier noch so ein bisschen in diesem Schiff rumklettern. Diese Art von Schiffen kennen wir zum Beispiel auch von Stormpoint. Und Broken Moon finden wir, glaube ich, auch an verschiedenen Spots. Genauso eine Art von Schiffen. Es scheint ein Transporterschiff zu sein. Und ich gehe davon aus, felsenfest, dass hier irgendwas entsteht aus dem Titanfall 2 Universum. Also guckt euch unbedingt das erste Video an. Wer hier keinen Bock hat, Bahnhof zu verstehen, weil ich werde jetzt hier nicht drauf eingehen, was uns theoretisch erwarten wird. Also ihr wisst Bescheid, vom Eingang der Firing Range einfach geradeaus bis hier hinlaufen und dort könnt ihr euch dieses Schiff angucken. Viel mehr passiert jetzt erstmal nicht und im dritten Teaser, der in ein paar Tagen stattfindet, an welchem Tag genau, weiß ich jetzt tatsächlich klar gar nicht. Was haben wir heute? Irgendwas um 20., 21., 22., ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall irgendwo auf diesen Kisten noch dieser berüchtigte Comic sein wird, wo wir einen Marvin-Arm sehen. Wir sehen halt diesen Comic, wo Ballistik drauf zu sehen ist, der uns auch den Solo-Modo teasert und eine Flatline-Änderung und so weiter und so fort. Aber das können wir uns gemeinsam demnächst genauer angucken, wenn der Teaser draußen ist. Denn der Teaser, den ich euch da gezeigt habe, Moment, ich kann ja hier mal gucken, ob ich den in meiner Moderation hier noch drin habe. Ja genau, das ist dieses Comic auf dieser Kiste. Welches dieser Kisten das ist, das weiß ich nicht genau. Dadurch, dass hier dieses Comic sehr, sehr unscharf ist, wenn ich das jetzt näher ranziehe, dann kann man irgendwann die Schrift nicht mehr richtig lesen. Und mir geht es hier speziell um diesen Teil des Comics, wo irgendwas mit der Flatline steht, wo ich aber nicht ganz erkenne, was das bedeuten soll. Da Effects. Effects. Ich glaube, da steht Effects on the Flatline. Ich bin ja ursprünglich der Meinung, dass die Flatline wahrscheinlich ins Care Package wandert. Aber hier auf diesem Bild sehe ich es das erste Mal doch deutlicher. Effects on the Flatline. Okay, Effects on the Flatline, das kann aber tatsächlich sein, dass ich hier auf dem Holzweg bin mit dem Care Package, denn der Rumble Royale Modus, das ist dieser Solo Modus, dieser berüchtigte, von dem ich erzählt habe, der hat so unfassbar krasse Regeln und dort haben verschiedene Waffen, glaube ich, auch verschiedene Effekte, weil wir verschiedene Sachen finden können, die eben den Solo Modus so einzigartig machen. Dazu aber jetzt hier nicht in diesem Video, über den Solo Modus habe ich ausgiebig gesprochen, wie die Regeln sind. Durchforstet einfach meinen Kanal, ihr werdet dazu auf jeden Fall ein Video finden. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil dieser Modus kommt definitiv in Season 17. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.